Es kommt jetzt drauf an beim Eigenheim. Ist es so überdimensioniert und groß, dass ich es mir jetzt gerade noch leisten kann? Sprich, habe ich mir den 700.000 Euro Bunker in der Pampa hingestellt, im Neubau, der nachher wesentlich weniger wert ist und habe zweimal 2.000 Euro Nettoeinkommen, ich 2.000, meine Frau 2.000 und kann mir also gerade so die Raten hierfür leisten, noch drei Kinder dazu, dann ist es sehr, sehr kritisch, ob ich danach noch sofort weiter finanzierbar bin. Eventuell muss ich erstmal etwas Zeit vergehen lassen und das kann durchaus deutlich sein, die Zeit im Zweifel bis zum Ende der 10-jährigen Zinsbindung, dass ich dann nochmal umschulde, die Darlehen strecke, die Raten reduziere, habe bis dahin eben entsprechend auch die viel zu hohen Blankoanteile abgebaut und durch Wertsteigerung hier eine vernünftige Beleihung erreicht und kann dann weitermachen. Habe ich sehr gut eingekauft, habe ich Fälle gesehen, da ist das Eigenheim mit einer schönen niedrigen Rate, sagen wir mal 1000 Euro, und das hätte ich auch für die Miete sonst ausgegeben. Und zwar am Anfang vielleicht noch ein bisschen über Marktwert, aber dann hat sich es nach einem Jahr schon eingependelt auf Marktwert, nochmal 2, 3 Jahre Wertsteigerung, und dann bin ich also nach 4 Jahren hier schon super weiterfinanzierbar, denn die Rate war von Anfang an gut und den entsprechenden Verlust am Anfang über den Einkauf habe ich auch ausgeglichen mit der Zeit. Also hier hat auch der Neubau dann funktioniert, auch in der Pampa. Es ist immer eine Frage der Zeit, Standort und wie viel zu viel habe ich bezahlt. Wobei die Frage nach zu viel muss ja nicht zweifelsfrei so sein. Ich kann ja auch einfach günstig einkaufen, so wie ich das eben bei den Investmentimmobilien auch tue. Nur es ist halt schwieriger beim Eigenheim das zu tun, weil ich ja auch in eine gewisse Region beschränkt bin. Es muss mir gefallen, es muss der Frau gefallen. Ich habe also hier viel weniger Auswahlkriterien und Auswahlmöglichkeiten auch, als ich das habe, wenn ich eben nach einer Kapitalanlage suche, die ich theoretisch bundesweit entsprechend suchen kann, mir den passenden Standort raussuchen kann, eben nicht so schöne Objekte wählen kann, etc. etc. Beim Eigenheim habe ich mehr Wünsche, das macht die Auswahl schwieriger, das führt häufig dazu, dass ich nicht keine so hohen Einkaufsgewinne habe. Muss aber nicht so sein. Viele machen ja den Eigennutzerflip, separates Video, oder investieren auch wirklich klug in ihr Eigenheim, dann funktioniert es. Wichtig ist einfach nur, wie bei Immobilieninvestment allgemein, niedrige Rate, heißt guter Kaufpreis und dann funktioniert das Ganze auch. Also, ich habe wieder klassisch 20% Einkaufsgewinn, dann behindert es mich kein bisschen. Ich habe eine vernünftige Rate, die zu meinem Haushaltseinkommen passt, dann behindert es mich nicht. Und dann kann ich natürlich weitermachen mit Investmentimmobilien, selbst wenn ich mir jetzt hier einen größeren Klotz ans Bein gebunden habe. Was stört bei normalen Einkommen nicht? Nun, die Wohnung, die als Eigenheim stört im Regelfall überhaupt nicht. Ein Eigenheim bis 300.000 stört im Regelfall auch nicht. Und dann, wenn es dann größer wird, muss es natürlich zum Einkommen irgendwo passen. Dann kann ich eventuell nicht mehr alleine finanzieren. Übrigens auch eine tolle Strategie kann dann sein, dass die Ehefrau das Eigenheim alleine kauft. Denn ganz häufig kommt die Diskussion, ja, bei den Kapitalanlagen, da ist es okay, dass du es alleine machst. Aber beim Eigenheim, da will ich jetzt mit drin sein. Ja, so ein Blödsinn. Dann würde ich hergehen und sagen, gut, dann macht das Eigenheim alleine und ich mache meine Kapitalanlagen. Auch das muss man natürlich erst schon mal hinbekommen, dass die Frau hier entsprechend bereit ist, da mitzugehen. Aber das kann natürlich eine sinnvolle Lösung sein. Ansonsten ist es mit der Gesamtschuldenhaftung beim Eigenheim nicht so schlimm wie bei den Investments, denn ich habe ja hier keine Mieteinnahme, die halbiert werden muss. Ich habe nur den Kaufpreis, der halbiert werden muss, entsprechend beziehungsweise der Wert und die Schulden bleiben voll. Und die Darlehensrate wäre ja so oder so voll da. Also, und wenn ich bei der Frau kostenfrei mit drin wohne, dann muss ich mir wieder 500 Euro Pauschale ansetzen lassen zur Miete, weil ich kein eigenes Objekt habe, in dem ich drin wohne. Also sind alles Gründe zu sagen, okay, ein kleines Eigenheim kaufe ich auch zusammen mit dem Ehepartner. Ein größeres Eigenheim versuche ich alleine zu kaufen, wenn es denn sein muss. Oder der Ehepartner, wenn er sich's leisten kann, kauft es bitte alleine, der selber nicht investiert. Oder wenn beide investieren, kauft es entweder wieder einer oder der andere, oder wenn es denn zusammen sein muss, eben im kleinen Stil. Und wenn ich das alles beachte, dann ist also kein Problem, dann bin ich weiter finanzierbar, trotz entsprechendem Eigenheim, wenn ich es nicht völlig übertreibe. Im Gegenteil, Banken sehen sogar sehr positiv, wenn ein Eigenheim da ist. Viele Banken rümpfen die Nase, wenn sie sehen, da ist einer, der eben nur Investmentobjekte hat und kein einziges Eigenheim. Das ist ein Nachteil. Ein weiterer Nachteil ist, wenn ich mit Blankodarlehen arbeite, ganz viele Programme, über 70% der Programme setzen voraus, dass ich ein Eigenheim habe, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre im Bestand.
Und wenn ich kein Eigenheim habe, fallen diese 70% der Blankodarlehen raus für mich und es bleiben nur noch 30% der Blankodarlehen übrig, weswegen die meisten Kunden 2, maximal 3 Blankodarlehen ziehen können. Die, die mit Eigenheim unterwegs sind, haben wesentlich mehr Auswahl und kommen hier also ein Stück nochmal weiter. Also auch das bringt mir gewisse Flexibilität in den Bestand hinein. Also ich bin ein Fan von Eigenheim im Bestand, aber vernünftig, guter Kaufpreis, gute Raten, nicht auf beide, wenn es geht, sondern auf einen Ehepartner und sinnvoll betrieben, eventuell sogar noch verknüpft mit einem Eigennutzer-Flip, dann kann das eine tolle Sache sein. Und entsprechend, und dann blockiert es mich auch nicht, sondern fördert mich für weitere Finanzierungen entsprechend. Ansonsten erst einmal die Investmentobjekte machen, dort einen schönen Bestand aufbauen und dann das Eigenheim finanzieren. Und hier ist wieder der ganz klare Rat, vernünftige Deals machen mit einer ordentlichen Rendite, mit einer niedrigen Tilgung. Und dann funktioniert auch das Eigenheim hinterher. Selbst wenn ich schon 2 Millionen Investmentbestand aufgebaut habe, habe ich lauter Vertriebsdenkmalimmobilien und Pflegeheime mir ans Bein gebunden. Ja, dann kann schon nach 3 Immobilien Schluss sein und dann gibt es auch kein Eigenheim mehr. Oder habe ich mir eine gesamtschuldige Haftung mit einer GbR Finanzierung, separates Video entsprechend ans Bein gebunden. Auch dann kann mein Eigenheim entsprechend nicht mehr funktionieren unter Umständen. Auch hier muss ich schauen. Mein klassischer Tipp: Erst gehe ich in die Investmentimmobilie, baue mir hier einen Bestand auf, dann gehe ich ins Eigenheim. Andersrum funktioniert es aber auch, wenn ich sinnvoll vorgehe.